Herzlich willkommen hier zur Reihenfolge in Thüringen. Einen schönen guten Tag. Ja, wir machen weiter hier auf Feld Nummer 42 mit der Aussaat von Sojabohnen. Da ja die Aussaat mit Raps fehlgeschlagen ist, also gefragt ist, beziehungsweise ich kann nicht erkennen, dass die Aussaat, dass das Saat überhaupt kommt. Um noch wenigstens ein bisschen Ertrag zu haben, habe ich das noch möglich gemacht mit Soja, beziehungsweise mit Mais. Mais geht ja auch noch mit Zeit. Und wir machen jetzt einmal hier Soja rein. Dann schaue ich mal gleich, was auf Feld Nummer 47 läuft. Hier ist gepflanzt, Sojabohnen, gedüngt. Und hier war der Hülsen gepflanzt. Wachstum gepflanzt. Das ist schlecht, ne? Also wenn nichts kommt, ist schlecht. Und wenn was kommt, dann gut, haben wir Pech gehabt. Aber wie gesagt, das Risiko ist. Ich habe es im Herbst ausgesät. Und der hat zwei Runden geschafft, das ist gut. Das Getreide ist verdorrt, wie sich gehört, aber der Rest ist nicht gekommen. Muss ich mal angucken. Da. Wieso er nicht gleich düngen? Ne? Das kann er nicht. Da muss ich mal gucken. Bei Crossplay. Aktiviert. Wäre ungünstig, ne? Wieso ist eigentlich nicht? So, dann müssen wir gleich mal am nächsten Mal gehen. Das kann man. Oh, Bahnversatz. Oh, das ist nicht gut. Der erste ist noch nicht ganz so tragisch. Nacharbeiten. Erstmal auf Null gehen. Auf Strich. Und neutral. Gut. Und dann auf Einstellung gehen. Düngen. Ne, aktiviert nicht. Das war aktiviert. Wieder einstellen, oder düngen, ne? Gut. Dann gehen wir gleich um die nächste Kontrolle machen, ne? Das ist gleich in grün, ne? So. Dann lassen. Der wird auch Sojabohnen, das ist gut. Hier würde ich jetzt mal so lassen, weil das angefangen hat hier, ne? Groß und ganz sieht ja doch ganz gut aus. Aber hier düngen. Das Ding aktiviert. Und das nicht. Okay. Und dann vor allem hier. Wäre ganz gut, wenn gedüngt ist, ne? Gut, lassen wir so, wie es ist. Schauen wir, was unser Grasfuzzi macht. Balken angekommen hier? Nö. Hier Balken? Auch nicht, gut. Tierefut, ach hier. Dieser Futter reicht heute ja normalerweise. Wir werden aber trotzdem Richtung Feld Nummer 49 fahren, um da um Gruppe kämpfen. Und dann werden wir Richtung später von 12 auf 48 fahren. Ne? Dann können wir das mal nach und nach
abschließen und die Tiere füttern müssen wir auf jeden Fall noch, auf jeden Fall noch machen. Das heute ist nicht unbedingt notwendig. Seid mal ganz vorsichtig. Mal gleich mal nachgucken, das stimmt. Kälber, ich krieg viele. Also Futter würde heute noch reichen. Und Stroh auch. Wasser habe ich gerade gegeben. Also nicht unbedingt notwendig. Wir können. Oh, Gegenverkehr. Da müssen wir nachher später was machen. Also nicht unbedingt gleich sofort, sondern na, später, ne? Ja, ne? Wenn das Gras weg ist, dann kommt das hier Mais rein, wie geplant. Aber wie gesagt, mit Raps. Ich meine, das ist nicht ganz so tragisch, aber. Das Ärgerliche ist, dass alles schon gedüngt war, ne? Beziehungsweise hätte jetzt schon schön blühen können. Und wir hätten dann bald ernten können. Gut, ist halt so. Ein bisschen näher bei der Planung, näher auf Season konzentrieren. Dass da auch entsprechend so wie regional Motter zuvor schlägt, auch entsprechend dann auch ist. Ne? Aber unsere anderen Felder, die sind schon gut drauf, die wachsen gut. So, das Feld rechts, das machen wir gleich. Da fahren wir die Feldauffahrt an, ne, angewöhnen. Hier ist die Feldauffahrt. Da sind wir. So, C. Wenn wir ganz kurz berechnen. Dann mal ändern wir auf Feldmoor 49. Und gerne mal Kurs. Raus. Ersten Wegpunkt einstellen. Das sieht gut aus. Der ist die erste Runde. Aber düngt nicht so viel, ne? Na okay, der Dünger ist halt, was vorher auch da war, ne? Gut, von daher ist nicht ganz so tragisch. Dramatisch, ne? So. Hier sind sie woanders unterwegs. Der müsste fertig sein. Ja, der ist unterwegs. Der auch. Unkraut ist fertig, Junge. Lassen und X zusammenklappen. Du musst woanders hin. Dringende Aufgaben. Auffüllen. Ja, da werden wir dringend auf der Marsch das herstellen, aber wir können es ja nicht hierher verfrachten. Wir können nur das Pflanzenschutzmittel herbringen. Alles andere, also Tabak kriege ich nicht her. Das habe ich da auf Lager und das muss man dann nur entsprechend herstellen und dann entsprechend hierher verkaufen. Aber das kommt dann eher ab dem Zeitpunkt, wo ich dann die neue Karte haben werde. Das ist nur ein Surfer umstellen bei beim Global Company, ne? Das muss ich nur mal tun. So, das läuft. Die Kühe. Jetzt können wir uns die Kühe kümmern. Habe ich einen freien Traktor? Ich habe einen. Der Hoftraktor von ja, vorne abkippen nicht. Abladen, ne?
für ja, das Holz, ne? Aber das ist genau richtig für unsere Arbeiten hier. Hänger ein bisschen groß, aber gut. Er muss ja keine Berge hochfahren, ne? Das Holz, Heu und alles ist schlecht. Da wird ja der Regen, ach, das ist schlecht. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Das, ach je, das wird ja. Das wird ja nur weniger, ne? Ja gut, wir kriegen bald mal Strom. Ja. Hat schon die Nacht geregnet. Okay. Das wird ja braucht. Der Rest ist ja in der Halle drin. Gut. Dann kriegen wir noch zum Glück Neues. Dann muss gleich mal zwei, drei Fuhren rausholen hier. Dass man auch Stroh verarbeiten kann. Ah, nee, das fällt mir so ein. Regen. Seasons. Stroh geht weg. Müssen wir gleich mal Futter rausholen. Mist ist voll? Mist ist voll. Rinder muss ich auch umstallen. Ne? So, Mischfutter. So, dass ich ihn verarbeiten kann. Dann kann der Stroh entsprechend noch ein bisschen verarbeiten. Na ja, gut. Nicht alles, aber Teil. Äußerst ärgerlich. Aber gut. Schlimmer wäre gewesen, wir hätten auch eine Heuhalle auf jeden Fall. Also eine Strohlager Dings gebaut. Dann wäre das Problem nicht da. Okay, das nächste Mal, ne? Beim nächsten Stroh müssen wir entsprechend, ja, wo es. Ja, gut. Da kommen ja Stroh ja nicht mit, ne? Das ist dann der Nachteil. Tiere, ja, zur Not. Stroh. Ist mir bald zu viel Arbeit. Man muss ja auch richtige finden, das kannst du auf jeden Fall sauber bei. Noch eine Ladung. Kühe haben großen Hunger, du. Ja, sobald das Gras drin ist, muss ich sehen, dass wir näher auf Feld 38 Mais aufsehen, ne? Da wird ein Stroh verarbeiten. Aber wie gesagt, die Strohball nimmt er gleich wieder auf. Oh, und unser Dünger ist fertig. Da hat er nur einen kleinen Schlauch hier, Wasserschlauch oder sowas hier. So, Richtung. So, 49, glaube ich, oder 48. Alles so gemacht werden, ne? Vollgas, Junge, Vollgas. Allerdings kommt zur richtigen Zeit. Allerdings, wenn der Aussaat nicht so günstig ist, wenn er den Boden verklebt, ne? Wenn er zu nass ist. Ja, mal sehen. Hier ist er nicht, glaube ich, so tragisch. Ja, 6000 pro Feld ungefähr. Probe zusammen. Muss sich schon lohnen.
Da können wir auf dem Mars schon mal so ein Ding bauen. Dings haben wir schon da. Oh, Gegenverkehr. Tabak. Wieso ist der Ach, das ist schon. Oh. Das Problem ist, der ist voll. Ah, wollen wir mal sehen. Das ist mal ganz kurze Geschwindigkeit. Das ist bei der Aussage geht nicht. Ist ungünstig. Auf 5 ist okay, oder auf 30 und so. Ja, was machen wir da? Heu ist ja eigentlich auch voll. Schwierige Entscheidung. Ganz schwierig. Gras rausfahren zur Not, geht glaube ich nicht. Wäre ja Quatsch. Muss ich noch schneller laufen lassen, dann geht das. Einen Tag überspringen. So, da sind wir wieder auf Feld Nummer 0, keine Ahnung. Mal sehen. 48. So, Kursgenerierung, einmal 12 wegnehmen, 48, dann her, Kursgenerierung, die brauchen noch eine ganze Weile hier. Gut, das ist nicht anders, ne? Das ist halt ein ganz, ganz blöder Kurs. Liegt an der Feldform und an der Insel da oben. Und die große Arbeitsbreite. So, zu dem Schauen, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt man tschüss. Und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.